Grüße gehen raus, ich bin's, euer Dennis. Ich berichte euch heute exklusiv aus dem Dschungel der Tabakwelt und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Wir sind um die halbe Welt gereist und haben sie für euch besorgt. Die IQOS Illuma One und die IQOS Illuma Prime. Unboxing ist angesagt, wir brechen heute zum ersten Mal gemeinsam das Siegel. Ihr erfahrt von mir alles Wichtige, was ihr dazu wissen müsst. Also bleibt dran, bis gleich. Wir starten mit der IQOS Illuma Prime. Hierbei handelt es sich um die Premium-Variante der Illuma-Reihe. Schon am Design der Verpackung merkt man, dass IQOS wirklich an nichts gespart hat. Sieht wirklich sehr, sehr edel aus und wir brechen jetzt gemeinsam zum ersten Mal das Siegel. Schon beim Öffnen der Verpackung merkt man einfach, dass IQOS hier an nichts gespart hat. Ja. Diese wirklich hochwertige Metall-Leder-Optik sticht direkt ins Auge. Ich kann das hier für euch mal öffnen. Ja, auch diese Kappe kann man abnehmen. Es gibt also wieder die Möglichkeit, wirklich andere Farben auch zu kombinieren mit eurem persönlichen Gerät. Das Gerät selber liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Wirkt, wie gesagt, sehr, sehr edel, schon fast wie ein kleines Statussymbol. Also hier hat IQOS wirklich alles richtig gemacht. Auch beim Holder merkt man einfach, dass hier auch an der Qualität deutlich noch eine Schippe draufgelegt wurde. Das Ganze wirkt sehr, sehr edel. Der Knopf wurde angepasst. Ja, also auch dieses Thema mit, dass das Gerät in der Tasche angehen kann, ist hiermit Geschichte. Das Prime-Gerät nutzt die smarte neue Induktionstechnik SmartCore Induction System und hat damit auch kein Heizblatt mehr. Also für mich einer der wichtigsten Punkte, durch das neue System bleibt auch kein Dreck mehr im Holder selber hängen und die Reinigung bleibt euch auch erspart. Zusätzliches Reinigungszubehör ist dadurch natürlich auch nicht mehr dringend nötig, wodurch natürlich viel weniger Abfall anfällt, der entsorgt werden muss. Das neue Induktionsheizsystem fordert natürlich auch eine Anpassung der bisherigen Heats. Hier kommen die neuen Terea-Sticks ins Spiel. Die technische Weiterentwicklung der Induktionserhitzung ist auch dem Feedback der bisherigen IQOS-Nutzer verdankt. Immer wieder kam es seitens der bisherigen IQOS-Nutzer zu Beschwerden über ein zu empfindliches und gebrechliches Heizblatt. Also möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz ausdrücklich darauf hinweisen, dass die bisherigen Heats mit der IQOS Illuma nicht zu verwenden sind. So, dann kommen wir zu IQOS Illuma One. Auch hier unter dem Siegel wieder dieses wirklich makellose weiße Kästchen. Das Ganze wirkt auch hier wieder sehr, sehr robust. Hier habt ihr eine Kappe, die ihr öffnen könnt, schließen könnt. Hat den Vorteil, dass von außen nichts reinkommt. Im Gegensatz zu IQOS Illuma Prime gibt es bei der IQOS Illuma One keine automatische Startfunktion. Ihr startet das Gerät also ganz normal über den Powerknopf, der hier wirklich sauber mit der Außenhülle abschließt. Verhindert natürlich auch, dass das Gerät in der Tasche angeht, heißt, das kann unterwegs auch nicht mehr passieren. Die IQOS Illuma One ist die einfachste Ausführung der drei Illuma Kits. Wirklich ideal für unterwegs. Man kann mit einer vollen Aufladung 20 Terea-Sticks hintereinander rauchen. Ihr habt uns zahlreiche Fragen gestellt. Erstmal ein ganz großes Dankeschön dafür. Auf die häufigsten würde ich euch gerne jetzt eine Antwort geben. Philipp N. aus K. fragt, wann denn genau die neue IQOS Illuma-Serie in eurer Tabakwelt zu haben sein wird. Danke für deine Frage, Philipp. Die neue IQOS Illuma-Serie wird im Gegensatz zu allen Spekulationen zu 100% ab dem 5.6.2023 in deiner Tabakwelt erhältlich sein. Tom W. aus O. fragt, in welchen Farben wird es die neue IQOS Illuma Prime geben? Auch an dich einen ganz lieben Dank an dieser Stelle für diese Frage. Die neue IQOS Illuma Prime wird es zunächst in den Farben Golden Khaki, Ossadian Black, Jade Green und Bronze Traube geben. Ich hoffe natürlich sehr an dieser Stelle, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Annelö aus A fragt, wie es mit dem Zubehör für die neue IQOS Illuma Serie aussieht. Hallo Anne, danke auch dir für deine Frage. Ich kann dir an dieser Stelle nur so viel verraten. Es wird einiges an Zubehör und tollen Features in deiner Tabakwelt geben, also sei gespannt. Angelika L. aus K. möchte gerne wissen, ob es zukünftig auch weiter die IQOS Heats im Angebot der Tabakwelt geben wird.
Hallo Angelika, auch dir ein ganz liebes Dank für deine Frage. Und hier kann ich dich beruhigen und dir ein ganz klares Ja geben. Die Heats wird es auch in Zukunft weiter in der Tabakwelt geben. An dieser Stelle vielleicht noch ein kleines Fazit von mir persönlich. Bei der IQOS Illuma-Reihe handelt es sich wirklich um eine Serie mit deutlich verbessertem technischen Fortschritt und besserem Design. Nur zu empfehlen, also verpasst es nicht. Wenn ihr die IQOS Smartphone App nutzt, könnt ihr zahlreiche neue Funktionen für das IQOS Illuma Prime nutzen. Zum Beispiel könnt ihr das Gerät sperren und entsperren. Ich hoffe sehr, euch hat unser Vorstellungsvideo gefallen. Falls ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen haben, könnt ihr die jetzt gerne in den Kommentaren stellen. Vielen Dank, Grüße gehen raus, euer Dennis.